Ich wollte ein bisschen über das Thema das Leben mit euch sprechen. Viele Menschen denken, das Leben ist schön und sitzen drum und denken, alles kommt auf sie zugeflogen, wie positive Energie, Geschenke vom Himmel, nette Menschen, Erfolg vom Nichtstun. Ich meine, jedes Kind weiß, dass man für das Leben was tun muss. Es ist erstmal die Einstellung, mental richtig eingestellt zu sein, dankbar zu sein, positiv zu sein, um was dafür zu tun. Ich meine, wir erleben momentan eine sehr aggressive Welle, negative Welle. Und wenn man den Fernseher anmacht, gibt es Politiker, die gerne ein bisschen Gott spielen wollen. Also, das hat ja nichts mit Gott zu tun, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und wir erleben leider Rassismus auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt. Extremisten in puncto Religion, leider auch. Und leider ist die Hasswelle unter den Menschen leicht angestiegen. Leider. Aber es gibt auch immer noch Hoffnung. Es gibt genug gute Menschen. Und damit fängt ihr bei euch selber an. Ja. Ich weiß, dass es da draußen jede Menge negative Energie gibt. Ja, jede Menge. Aber baut euch eine Seifenblase. In dieser Seifenblase sollt ihr euer Leben leben. Also ich soll nicht in der Seifenblase rumlaufen, sondern im Gedanken. Ja. Also sprich Erinnerung, Fantasie, Leidenschaft, Romantik. Alles, was ihr als Kind so geliebt habt, schirmt euch von der Welt ab und lebt in eurer Welt. Ganz ehrlich, das mache ich und es funktioniert. Ich lebe in meiner Welt. Ich habe meine Fantasie, ich habe meine Erinnerung, meine positiven Gefühle, meine Hoffnung. Ich habe das Kind in mir gelassen. Ja. Und wenn du das Kind in dir lässt, bleibst du nicht nur dir selbst treu, bleibst du nicht nur fröhlich und glücklich, sondern du tust auch was für die Welt. Ein Mensch, der keiner Fliege was tut und einfach glücklich ist, der hat für die Menschheit was Gutes getan, finde ich. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, wo sagt, ja, ein Mensch muss vieles machen und spenden und opfern und Menschen helfen. Und klar, wenn es geht, sollte man das auch tun. Aber keiner ist perfekt. Man muss erstmal von unten anfangen. Fangt bei euch selbst an. Werdet einfach glücklich. Schämt euch ab gegen Negativität. Schämt euch ab gegen Menschen, die negativ sind, die egoistisch sind, die nur kommen, wenn es ihnen schlecht ist oder nur bei euch ihren Müll abladen und selber da draußen irgendwo feiern gehen. Ihr müsst euch nicht alles gefallen lassen. Einfach auch mal sagen, nein, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Dasselbe machen und dann schauen, wie sie reagieren und dann lernt ihr die kennen. Die meisten Menschen erkennst du daran, wenn du mit ihnen so umgehst, wie sie mit dir umgehen. Dann siehst du, wie sie reagieren. An ihre Reaktion kannst du bewerten, bleibe ich bei so Menschen oder gehe ich. Aber man muss sich nicht alles gefallen lassen. Man muss auch nicht so werden wie die oder aggressiv werden. Nein, man muss man selbst bleiben, aber man muss trotzdem ein Schutzschild haben und sagen, das mache ich nicht mit. Ja. In dem Sinne, baut euch eine Seifenblase. Lebt in dieser Seifenblase, lebt in der Liebe, lebt in der Fantasie, lebt in den positiven Gefühlen, in der Romanze. Lebt nochmal wie als Kind in dieser Seifenblase, wenn ihr versteht, was ich meine. Soll die Seifenblase optisch von mir aus rosa sein, lila, Retro-lila, keine Ahnung. Ja. Hört eure Musik, schaut eure Filme, wenn ihr die 80er liebt, lebt wie in den 80ern. Wenn ihr einen Honda liebt wie in den 80ern, dann holt euch in den 80ern. Wenn ihr Masters liebt, dann tut sie in die Tasche und läuft damit rum. Wenn es euch glücklich macht, so okay, was gibt es Schöneres als glücklich zu sein? Wenn ihr mit BMX rumfahren wollt, dann fährt damit rum. Wenn ihr Horrorfilme schauen wollt, Poltergeist, Evil Dead oder Exorzist, dann schaut es euch an und werdet glücklich. Das ist wichtig. Man muss das tun, was einen glücklich macht. Egal was es ist, wenn ihr wisst, was euch glücklich macht, dann tut es. Solange es natürlich keinen Schaden tut. Aber diese Dinge, die ich hier zum Beispiel aufgezählt habe, die tun keinem Menschen Schaden. Die machen einen Menschen glücklich. Und auch die Mitmenschen werden ein bisschen von dieser Energie mitbekommen. Unsere Welt braucht mehr Liebe, mehr Fantasie, mehr positive Energie, mehr Hoffnung,
mehr ein bisschen Kindheit. Wir müssen alle das tun, was wir lieben und uns abschirmen von Negativität. Und wenn jemand euch gegenüber negativ ist, überlässt ihn den Schicksal, überlasst ihn den Schicksal. Werdet nicht so und kommt ihnen auch nicht mit Negativität entgegen, weil das bringt euch nichts und ihn. Entweder ihr isoliert euch oder ihr versucht es mit Positivität zu überwältigen, was aber nicht immer einfach ist. Ich persönlich schirme mich ab. Ich schirme mich von so Menschen ab, ganz ehrlich, weil wir sind hier nicht lange auf der Erde. Wir sind ja nie, wir sind ja nur hier, um zu lernen, um Liebe zu geben und das Schöne hier auf der Erde mitzunehmen, schöne Erinnerungen, schöne Momente zu erleben und zu lernen, fertig aus. Ich glaube auch nicht an Abrechnungen und so Sachen. Der Mensch selber macht seine Abrechnung. Wir machen unsere Abrechnung. Es gibt keine Abrechnung, es gibt nur Belehrung. Alles ist ein Fundament aus Liebe. Es ist nur Belehrung, Belehrung über Belehrung über Belehrung. Das alles dient für euch, nur für euch. Ihr seid der Master of your life. Ihr seid euer eigener Master und ihr habt den Schlüssel in der Hand. Okay? Bei der Power of Grayskull sage ich euch, wünsche ich euch einen schönen Tag. I have the power und bleibt positiv, bleibt Kind, bleibt fantasievoll, seid Spinne, seid manchmal in der Luft, egal. Seid einfach, wie ihr seid, seid bunt. Gebt niemals auf. Okay? Ciao, ciao, ciao.